Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast. Und heute haben wir mal ein neues Format am Start. Und damit übergebe ich das Wort an Schlummo. Kulturwelt 3. Nicht die dritte Bakterienkultur, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus dem Kulturbetrieb. Ja, und mein guter Kamerad Tom Arte, erstmal hallo, hat ja drei lustige Sachen uns vorbereitet. Erzähl mal. Richtig, erstmal hallo an dich und hallo an das junge Gemüse wie immer. Ihr habt gerade unser tolles neues Intro gehört. Danke auch an Schlomo an der Stelle, der uns das vorgelesen hat in der Honigwabe. Ihr kennt das so ein bisschen, Clown World 3, das Format aus der Honigwabe, wo drei verrückte Sachen aus der Medienmanege besprochen werden. Und wir wollen hier so aus dem Kulturbetrieb drei verrückte kleine Dinge besprechen, die jetzt nicht für eine ganze Folge reichen würden und die aber sehr lustig sind, um die zu erklären. Genau, und ich habe dir drei Newsartikel mitgebracht oder uns. Euch, wie auch immer. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein in den ersten Artikel. Ja, gerne. Vielleicht kannst du den mal öffnen. Sehen die Leute den schon? Ja. Wir sind in England. Wunderbar, genau. Genau, und du kannst ja mal runterscrollen das Bild erstmal zeigen. Ja, Und es ist zwar ein wollen wir Fest. über ein. Es ist ein absolutes Fest. Und zwar wurde hier dieses wunderbare, wunderschöne Buch in Großbritannien veröffentlicht. Das heißt Brilliant Black British History. Und wir sehen hier das Cover von diesem Buch. Und ja, man sieht viele verschiedene schwarze Menschen in den unterschiedlichsten Zeitabschnitten. Dieses Buch behauptet nämlich, dass Großbritannien die britische Geschichte sehr, sehr stark von schwarzen Menschen geprägt wäre. Und zwar wusstest du zum Beispiel, Arti, dass Stonehenge, was du hier im Hintergrund siehst, dieses Monument, wo die verschiedenen Steine aufgestapelt sind, Stonehenge wurde von Schwarzen gebaut. Ja. So ist So es. gehört sich das, oder? Oh Gott. Ich mag Ja, auch den Herold hier, den schwarzen Herold auf dem Pferd, so. ja, und auch diese Frau in dem Kleid, die schwarze, die weiße Dame da schiebt. Also ist alles sehr Es ist eigen. ziemlich beste Freundinnen, ne? Als Ja, Anspielung genau. auf den Film. Eben, ziemlich beste Freundin, genau. Ja, ich kann vielleicht mal ein paar Sätze zitieren hier aus diesem Artikel. Ich scroll mal ein Alles Stück brauchen wir uns hoch. nicht durchlesen. Genau, und zwar, dieses Buch hier ist geschrieben von der Autorin Ati Nuke, also ist wahrscheinlich so ein Künstlername, dass die sich einfach nur einen Namen gibt. Und in diesem Buch wird behauptet, das ist hier dieser zweite angestrichene Punkt, dass jeder einzelne Brite von einem Migranten abstammt, also von einem Schwarzen. Und zwar behauptet das Buch, jetzt wird es abenteuerlich. Das Buch behauptet, dass vor über 7000 Jahren in Großbritannien ausschließlich Schwarze gelebt haben und dass die Weißen dann erst nach Großbritannien dazu kamen und die Schwarzen verdrängt haben. Also. Ah, okay. Also Schuldcode Level 10.000. Sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Und zwar, warum diese Autorin auf diese abenteuerliche Behauptung kommt. Es gab da so eine Ausgrabung, wo so eine Art Ötzi gefunden wurde. In Großbritannien nennt man das den Cheddar Man. Und der hatte ganz dunkle Haut. Und deswegen sagt diese Atinuke, ja, dann waren das damals alles Schwarze. So. Und dann kommt halt dieses Aha. abenteuerliche Buch zustande. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das wird Kindern gegeben. Und die lernen dann, ja, wir stammen alle von Schwarzen ab und Stonehenge haben natürlich Schwarze gebaut. Und ja, absolut krank. Ich lese mal noch ein, zwei andere Sätze vor, du Ja. übersetzt die. Und zwar behauptet die auch, dass die Römer, also hier kommt auch so eine schwarze Erzählung rein, die Römer, die sind nämlich, die wollten nach Afrika einfallen, in das Königreich Nubien, also in das Schwarze Königreich, sind dort aber an den starken Nubiern gescheitert und sind deswegen nach Großbritannien gegangen. Ah, Also, weil sie nicht nach ja. Süden vordringen konnten, die Römer sind sie dann nach Norden vorgerückt. Ja, Und kennt man, auf ne? der, Wenn es mit der Westfront genau, nicht und klappt, macht man die Ostfront auf. Boah, warte. richtig. Und so war es schon damals, wenn es mit der Südfront nicht klappt, genau, dann ab in den Norden. Und zwar steht noch, jetzt noch zwei Sätze auf der Rückseite des Buches, stehen zwei schöne Sachen. Wusstest du, dass die ersten Briten schwarz waren? Oder dass einige der römischen Soldaten, die Großbritannien eingenommen haben, auch schwarz waren? Begleite uns auf dieser Aha. faszinierenden Reise durch die Zeiten, um diese ersten Briten zu treffen.
genauso wie die schwarzen Tudors, also die schwarzen Königshäuser, die schwarzen Georgier und Victorians, also diese, all diese schwarzen Königshäuser, die existiert haben auf jedem Pfad des Lebens hier in Großbritannien. Aber das heißt ja dann, bei den Römern gab es halt auch schon Black-on-Black-Criminality, sozusagen. Gute alte Tradition. Es ist einfach absolut wild. Du kannst natürlich unfassbar. Noch ein bisschen runterscrollen vielleicht zu dem dritten Foto in dem Artikel. Da sieht man nämlich die Autorin. Und wer hätte es gedacht, es ist natürlich eine schwarze Frau. Also, die sieht aber sehr weiß aus für schwarz. Weißt du? Ja, schon. Also die ist bestimmt irgendwie gemischt. Da war irgend so ein Römer im Spiel, ich sag's dir. Genau. Oder der Shatterman oder ach, was weiß ich. Ah nee, der war ja auch schwarz. Der war auch schwarz. Vor allem genau, Cheddar, ich denke mal an den Käse, was soll die Scheiße? Ich glaube, das hat auch was mit dem Käse zu tun, ja, so wird das auch geschrieben. Warum diese Bezeichnung da kommt, weiß ich gar nicht so richtig. Was ich aber nicht verstehe, weil ich es hier gerade sehe, DNA-Test suggested he had black skin. Also der DNA-Test lässt vermuten, er hätte schwarze Haut gehabt. Aber wir haben doch gelernt, da gibt es direkt Genom, sage ich jetzt mal, ich glaube, das ist nicht ganz richtig, was die Hautfarbe festlegt. Also das ist ja dann, wenn du das Genom findest oder diese Sequenz, dann war der schwarz oder war halt weiß. Also wieso ist das so ein Konjunktiv-Ding hier? Direkt in dem Absatz danach steht, die Genetikerin Susan Walsh von dieser Indiana-Universität, die meint, dass diese Gentests noch gar nicht ausgereift genug sind, um das bei so einem 10.000 Jahre alten Skelett nachzuweisen. Dann lügt also, sie. Die sagt, es ist wahrscheinlich, dass er dunkle Haut hatte, aber ganz sicher kann man sich nicht sein. Und also dann gesagt, lügt sie dann, halt, ne? Straight up. Ja. Und dann darauf zu schließen, dass ganz Großbritannien von Schwarzen errichtet worden sei, also das ist schon sehr, sehr, sehr abenteuerlich. Du sag mal, es gibt ja diese Hautstörung, dass man nur noch weiße Haut produziert. Also weiß. Genau, Albinos. Gibt es das auch umgedreht eigentlich? Also, dass du nur so ganz schwarze Haut hast? Das ist mir nicht bekannt. Okay. Hätte vielleicht, wäre auch so ein Erklärungsansatz dann, ne? Dass das einer davon ist. Aber ja, da ist halt einer mal gefunden worden, der eventuell mit drei Fragezeichen, ach, es ist so lächerlich. Und das ist dann Grund für so ein ganzes Weltbild. Das klingt für mich so nach diesen Leuten, die so auf Google Maps so aus Afrika so ein bisschen rauszoomen und sagen, na, hier haben wir so eine Kreisform, das müsste Atlantis gewesen sein. Das ist so auf diesem Level, ist unfassbar. Ja. Und die kriegen ein Buch finanziert. Richtig. Es ist natürlich super politisch motiviert, was diese Frau da fabriziert. Also es hat auch viel, vielleicht auch ein bisschen mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun. Kann ich mir vorstellen, dass man halt will, ja, wir waren auch Teil der Geschichte hier in Großbritannien, jetzt wohne ich hier schon, meine Eltern wohnen hier schon länger. Also wenn man, ich bin jetzt mal böswillig und sage, wahrscheinlich hat Nigeria nicht so viel vorzuweisen. Denke ich tatsächlich auch, ja. Dass das so ein Kompensationsding ist schlussendlich, ja. Genau, und dann kommt man mit den kleinsten Sachen, ja, die Römer, die wollten da nach Nubien und das war damals das Wakanda und das war so super stark. Was ist denn eigentlich mit den Schotten? Waren die dann auch schwarz? Weil die waren ja vor den Römern da oben. Naja, das war dann aber ja nach 7000 vor Christus. Da waren ja, kamen ja dann die bösen Weißen. Also waren die auch schwarz? Okay, schwarze Schotten. Es ist wild. Wegen mir können wir gern zum nächsten Artikel gehen. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt in den in deutschsprachigen Raum, richtig? Genau, und zwar, ich würde den Artikel, ja, ich lese mal ein, zwei Sätze vor. Ich lese mal den Anfang, darum, von mir aus? Also, wir haben hier, How to sell trucks online fast, Schöpfer drehen Serie für Disney+. Disney+, wirbt um deutsche Abonnenten. Nun produziert das Team der Erfolgsserie How to sell trucks online fast die Comedy Pauline für den Streamer. Es geht um den Teufel und um Teenager-Schwangerschaft. Okay. Gut. Ja, und zwar ist hier runter. Das Verrückte. Ja. Und zwar ist das im vorletzten Absatz. Das ist dieser entscheidende Fakt.
was das Ganze sehr clownwürdig macht. Also es geht hier um diese Serie Pauline, die soll halt demnächst bei Disney Plus irgendwie anlaufen und die wird halt von einem deutschen Team gedreht, die diese Serie How to Sell Drugs Online Fast schon gemacht haben. Da ging es so um Drogendealer an der Schule, die Drogen über Postversand haben. Also es ist so gute, offene Warengeschichte. Ich habe da mal reingeschaut in 2 Folgen lang. Das Wort hat sich ganz witzig gemacht, aber meins war es nicht. Mhm. Aber war auf jeden Fall gut gemacht. Jedenfalls machen die jetzt eine neue Serie für Disney Plus und ist absolut abgefahren, worum es da geht. Und zwar, ich lese vor. Pauline ist eine Coming-of-Age-Serie, in der die 18-jährige Titelheldin durch einen One-Night-Stand schwanger wird. Okay. Der junge Mann, mit dem sie die Nacht verbracht hat, entpuppt sich als leibhaftiger Teufel. Neben Hauptdarstellerin Sira Anna Fahl sind unter anderem Ludger Bückelmann, Andrea Sawatzki und Dimitri Schaar zu sehen. Also, es ist nicht absurd genug, dass es um eine Teenager-Schwangerschaft geht. Das ist noch nicht degeneriert genug. Nein, man wird buchstäblich vom Teufel schwanger. Vom Leibhaftigen. Ich verstehe, warum du getriggert bist, weil es so eine Coming-of-Age-Serie ist, die du ja, also das Format magst ja eigentlich, soweit ich weiß, diese Filme. Genau, wir hatten ja großen Spaß an Sonne und Beton zum Beispiel. Jetzt ist die Frage mit diesem entpuppt sich als leibhaftiger Teufel. Meint die wirklich, der ist dann Beelzebub oder meint die, der ist ein Psychopath? Das ist mir noch nicht so ganz klar hier. Nee, für mich ist hier klar, also so habe ich das überall gelesen, dass es wirklich um Satan geht. Ah, okay, der okay. Der auf Erden wandelt und eine Teenagerin schwängert. Also schon ein deutlich antichristliches Motiv. Gut, jetzt will ich nicht andere Leute mit meinen religiösen Vorstellungen langweilen, aber ich finde es halt einfach bezeichnend, dass so eine Serie heutzutage gedreht wird. Ich meine jetzt, also ganz unvoreingenommen, das hat eigentlich schon Potenzial, wenn ich hier an Konstantin denke, das war ja auch ein richtig guter Film. Da ging es ja auch darum, dass der Teufel versucht, oder einer seiner Söhne war das ja, glaube ich, oft des Erdenreichs, irgendwie die Barriere zu durchbrechen. Ja, vielleicht ist es hier ähnlich, dass er versucht, den Antichrist zu zeugen oder sowas. Also es hat schon irgendwie Potenzial an sich, aber ich sehe es halt hier nicht mit. Das ist eine deutsche Produktion, um es abzukürzen. Also. Aber diese How to Sell Drugs Online Fast Day war schon echt wirklich richtig gut gemacht, das kann ich dir sagen. Okay. Ja, du hast mich da ein bisschen tatsächlich. Kommt halt drauf an, wie die es machen, aber. Also, vielleicht ist es lustig gemacht, aber wenn man so diesen Satz liest, dann ist es halt absolut Clowns-weltmäßig, finde ich. Also weil es halt wirklich degeneriert ist. Okay. Vor allem Disney Plus, also bei Disney denke ich halt an irgendwelche alten Zeichentrickfilme, Heile Welt und so, und nicht an den leibhaftigen Teufel, der eine Teenagerin schwängert. Na gut, die letzten Disney Plus Serien waren ja sowas wie hier Mandalorianer und dies, das, also Star Wars haben die doch gekapert da ohne Ende. So schon für. Ja, klar. Halb Erwachsene, wenn man so möchte. Ja. Gut, ich merke. Aber ich sehe schon, wir haben im letzten Absatz hier eine schöne Überleitung, ne? Ich lese genau, mal die vor. Die Produktion ist eine von mehreren. Achso. Na gut, lies. Ja. Jetzt war ich schon fast dran. Lies die weiter. Die Produktion ist eine von mehreren, mit der Disney Plus um deutsche Abonnenten kämpft. Mit Sam ein Sachse, einem Thriller-Drama mit starker afro-deutscher Besetzung, geht Ende des Monats die erste deutsche Disney Plus-Serie an den Start. Ja, und liebe Zuschauer, genau jetzt sind wir lokal von Großbritannien nach Deutschland und jetzt sind wir sozusagen, um es mal afrodeutsch auszudrücken, in unserer Hood angekommen. Richtig. Und damit viel Spaß mit diesem wunderschönen Trailer aus dem Elbflorenz. Ich wollte unbedingt den Krankenwagen da einholen. Die wollte mich nicht mitnehmen. Meine Freundin ist kurz vor der Entbindung. Was sind Ihre Bestzeiten auf 100 Metern? 10,93. Schon mal drüber nachgedacht, bei uns anzufangen? Ich werde Fußballer. Wir wollen hier nur deutsche Spieler! Wir brauchen solche Männer wie Sie. Weißt du auch, wie das ist, wenn du jederzeit zu Freiwild werden kannst? Glauben Sie, dass Sie es schaffen? Das ist eine Kampagne gegen den Hass. Deutschland ist auf dem rechten Auge blind. Ich bin kein Ausländer. Ich bin Deutscher. Wenn du am Ende der Nahrungskette stehst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Ich muss hier weg.
Vielleicht könntest du mir helfen, Papiere für den Kongo zu besorgen. So romantisch. Papiere für den Kongo. Ja, bitte. Ja, ganz wunderbar. Da helfe ich doch. Den Trailer, ich weiß noch, den hatten wir ja im Kino gesehen. Ich glaube, der lief sogar vor Sonne und Beton. Und wir mussten halt am Ende ziemlich lachen bei diesem Bild Sam in Sachse, weil dieser Typ da steht, der nun wirklich nicht sehr sächsisch aussieht. Aber das beruht tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Und zwar geht es um Samuel Nyankuu Sammefire. Der wurde 1970 in Zwenkau geboren und war Polizeibeamter. Also der erste, ich glaube sogar der erste schwarze Polizeibeamte hier in Ostdeutschland. Richtig, richtig. Und später war er dann ein bisschen abgerutscht. Da bin ich ja immer noch sehr gespannt, ob das in der Serie rauskommt. Na, ist ja dann nach der Wendezeit, soweit ich das gehört habe, kriminell geworden. Ja, ich lese es hier tatsächlich. Genau. Ende 1994 trat er aus der Polizei Sachsen aus, wurde straffällig und 1996 wurde er verklagt wegen Raub, schwerer Körperverletzung und Nötigung und wurde zu 9 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Also man könnte fast sagen, den er 7 verbüßte. Ein Vorbild für heutige. Egal, lassen wir das. Also das ist schon ein bisschen sehr eigenartig. Also man sucht sich hier so einen Typen, dessen Leben man verfilmt, der eigentlich so ein bisschen für diese ganze Welt so ein Vorbild ist. Und dann, kaum tritt der aus der Polizei aus, wird er dann selber hart kriminell. Also wo man sich schon fragt, während er bei der Polizei war, hat er vielleicht auch einige Sachen gedreht, die nicht ganz so in Ordnung waren. Ja, die sexy Asservatenkammer, ne? Da kann man schon mal aus Versehen sich hinverirren und was mitnehmen. Sachen gibt's. Ja. Also jetzt ohne Scheiß, also jetzt nachdem ich diesen Trailer gesehen habe, ich denke, das wird so laufen mit der Polizei und so, die Karriere, die er da gemacht hat, das wird halbwegs akkurat historisch gezeigt werden. Und dann in der Nachwendezeit, wo das ja so schlimm mit den Neonazis war, ja, war es auch irgendwie, aber da wird es dann so, dieses, was hier im Trailer kurz angedeutet wurde mit, ich muss hier weg, bring mir Papiere für den Kongo. Und dann wird er da abhauen. Ich denke, die werden die Geschichte umschreiben. Die werden nicht sagen, hey, ich bin ein Schwarzer und ich bin übelstes Arschloch am Ende. Das wird nicht passieren. Ich denke auch, es wird viel hier um Relativierung gehen und vor allem um das Thema Sachsen an sich, also dass Sachsen mal wieder so ein bisschen in die rechte Ecke gerückt wird. Und dass er doch gar nicht anders konnte. Ach so, okay. Dass er nur ein Opfer der Umstände war, weißt du? Das könnte ich mir vorstellen. So, er musste den Raubüberfall begehen, damit er die Papiere sich leisten kann oder sowas. Ah ja, okay. Ja. Was weiß ich, irgendwas, so in der Richtung. Was ich dich noch fragen wollte, jetzt, als du den Trailer geschaut hast, fandest du, die haben wie 90er Jahre geredet? Also weißt du, was ich meine? Nee, nicht wirklich. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie man in den 90er Jahren anders geredet hat als heute. Naja, dieses, also was mir immer so auffällt, ist so dieses Duzen oder auch wie er sich der Polizei da so vorgestellt hat mit hier, die wollten mich nicht in den Krankenwagen lassen, da ist meine Freundin drin. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, das hätte man damals nicht so gesagt. Also nicht zu so einem Volkspolizisten. Das waren ja immer die Leute, die einen auf dem Kieker hatten schlussendlich. Unbedingt, vor allem wahrscheinlich gerade, wenn man als Schwarzer rumrennt in Sachsen. Ja. In bösen Sachsen, ich sag's nur nochmal. In Dunkeldeutschland. In Dunkeldeutschland, genau. Ja, ein bisschen zu dunkel in Dunkeldeutschland ist, dann sieht ganz dunkel aus. Also ich denke, liebe Zuschauer, wir werden uns dieses Format, wann kommt das nochmal raus? Du hattest das vorhin schon mal auf dem Schirm. Ach, du meinst die Serie Sam in Sachse? Ja. Also in dem Spiegelartikel stand, die würde Ende des Monats auf Disney Plus anlaufen. Also ich gehe davon aus, das kommt jetzt demnächst heraus, im September. Ende September wahrscheinlich. Kannst du einfach mal schnell suchen, Google. Weil das wäre ja was, dass man sich das mal zumindest anschaut. Halt 7 Folgen lang. Ja, klar, dass man immer so die Höhepunkte raussucht oder die Folge bespricht. Weil das ja schon sehr was Persönliches, wenn man so möchte. Aber mal sehen. Ja.
Also auf Disney Plus? Ja, ich müsste jetzt Lügen erzählen. Ich glaube, es ist noch nicht draußen. Es soll aber bald kommen. Na gut, wir halten die Augen und Ohren offen, liebe Zuschauer. Und ja, das war jetzt mal der Testlauf für dieses neue Format. Das hat uns schließlich $10 gekostet. Abzocke. Und ja, falls ihr Kritik am Format oder an uns habt, dann immer rausfeuern damit. Aber ja, sagt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Oder was ihr für Verbesserungsvorschläge habt, auch an uns. Also ich muss das auch ganz selbstkritisch sagen. Ich habe zum Beispiel letztens mal eine Aufnahme von mir gehört. Ich habe gemerkt, ich spreche manchmal unfassbar schnell. I'm scared, man. Es geht manchmal. Also ich dachte, hey, habe ich hier auf 1,3 Fahrgeschwindigkeit? Aber gut, das ist so ein bisschen das Schattenmacher-Phänomen. Wenn der freispricht in seinen Videos, also da überschlagen sich die Wörter, ja. Genau, dann macht er das auch manchmal so. Das muss ich mir ein bisschen abgewöhnen. Also so Nonplusultra sind natürlich halt Clowny oder so oder Schlomo, die sprechen schon alle sehr gut. Da wollen wir hin. Ja, ich denke, wir haben uns aus Versehen unterbewusst diesen 1,3-fachen Geschwindigkeitsding angepasst. Ja. Beste aber, Ausrede aber, immer. Genau. Aber wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr verbessern würdet. Und ihr könnt auch gerne Themen uns natürlich schreiben, auch für dieses Format hier, Kulturwelt 3. Da lässt sich ja wahnsinnig viel machen. Und ja, wir sind für alles offen. In dem Sinne, bis zur nächsten Kulturwelt. Wir hören uns. Tschüss.